Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger: Für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Messias. Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Dann begann er, sie darüber zu belehren: Der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach 3 Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer von Radio Horeb, geschätzte Zuseher von EWTN und Internet. Jesus fragt seine Freunde: Für wen haltet ihr mich? Und sie erzählen, was sie hören, was man so im allgemeinen Volk redet. Das berührt sie aber nicht, aber dann fragt er sie ganz konkret: Für wen haltet ihr mich? Ihr, die ihr schon länger bei mir seid, ihr, die ihr mir doch näher kennt, ihr, mit denen ich doch so lange umgegangen bin, was ist eure Meinung? Kennt ihr mich eigentlich? Und er fragt jeden von uns: Ja, kennst du mich? Du bist schon so viele Jahre getauft. Wir haben schon so viele Gespräche miteinander geführt im Gebet. In den Sakramenten haben wir uns immer wieder neu verbunden. Ja, kennst du mich wirklich, wer ich bin? Diese Frage, meine ich, stellt er jeden von uns doch immer wieder. Und ich denke, er wird uns sagen: Diese Freundschaft müssen wir doch vertiefen, damit wir immer mehr einander begreifen und verstehen und einander eigentlich kennenlernen, wie wir wirklich sind. Petrus tritt auf und sagt: Du bist der Messias. Markus schreibt das ganz bestimmt hinein und sagt: Es ist immer das Petrusamt, das die Menschen aufmerksam machen müssen. Er ist nicht irgendein Rabbi, er ist nicht irgendein Religionsstifter oder irgendein kluger Mann, sondern er ist der Sohn Gottes. Und das wird immer Aufgabe des Papstes sein und deren, die mit ihm auf dem Weg sind, zu sagen: Jawohl, er ist der Messias. Denn die Welt erkennt ihn nicht. Und sie hat, seit Christus auf dieser Welt war, viele Begriffe erfunden und ihn in eine Schublade einordnen wollen. Und es ist ihr aber nicht gelungen. Und dann beginnt Jesus, sie darüber zu belehren, was eigentlich seine Aufgabe ist. Er bedient sich hier des Begriffes Menschensohn, den wir im Buch Daniel im 7. Kapitel finden, wo wir nachlesen können, dass es hier 4 Tiere gibt, die auftreten, und das 4. wohl das Grausamste ist und die Welt vernichten will, und ihn als dieses Tier an der Höhe der Macht ist, wird es vernichtet.
Und er hat sich immer als der Menschensohn gesehen, als er vor dem Hohen Rat stand. Und man ihn fragte, bist du der Menschensohn, bekundete er ganz klar, dass er der ist. Aber der Weg, den er gehen muss, ist der Wille des Vaters. Und nicht der Wille, wie ihn Petrus eben nennt, der ihn beiseite nimmt und sagt, das darf von dir nicht geschehen. Und gerade das will er uns lehren, dass er den Willen des Vaters in allem erfüllen will. Und er bittet uns alle, auf diesen Vater zu hören. Denn die Welt soll einfach erkennen, welche Liebe dieser Vater zu uns hat. Dass er das Teuerste, das Kostbarste und das Edelste für uns opfert. Und dass er bis zum letzten Blutstropfen alles tut, damit wir das ewige Leben haben. Und das Zweite, wenn wir eben immer wieder auf das Kreuz blicken, dass uns klar wird, wie furchtbar eigentlich die Sünde ist und was die Sünde für eine Katastrophe ist. Und weil wir gerne das immer ein wenig verwischen und die Sünde verharmlosen, ist man versucht, das Leiden Jesu immer wieder abzuschwächen. Aber er wollte damit uns sagen, ihr seid meine geliebten Kinder, euch liebe ich und für euch umarme ich und will mit euch eine ewige Hochzeit feiern. Amen.